Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Kaya ist barfuß, habe ich gerade gesehen. So. Das machen wir gleich. Versprengte Einheit. Wo ist das alles? Ach, die sind da drüben. Okay, ich gehe jetzt aber erst. Zu dem Typen. Und gebe denen das KI-Modell. Habe ich jetzt erschrocken. Dieses Knurren, ey. Boah. Bin ich voll erschrocken gerade. Was machen wir mit dem reparierten KI-Modul? Wir setzen es einer funktionierenden Drohne ein. Was sonst? Und woher bekommen wir eine Drohne? Genau, von den Klerikern. Die haben doch eh genug davon. Einer unserer gefangenen Kleriker hat mir verraten, dass sie dort drüben gerade an einem U5-Prototypen bauen. Hat erweiterte Intelligenz oder sowas. Hab ich vergessen. Kenn mich ja nicht so gut damit aus. Du willst, dass ich einen Prototypen klaue? Na klar. Wenn schon, denn schon, oder? Eine normale Kampfdrohne wird es da nicht tun. Wir brauchen eine mit mehr Intelligenz. So wie ich. Ich werde die Kleriker nicht bestehlen. Ach. Ich werde die Drohne von den Klerikern holen. Alles klar. Dann kann ich mich ja schon bald auf die faule Haut legen. Es wird bestimmt nicht allzu schwer, die Drohne da unbemerkt rauszuschaffen. Die Kleriker haben doch eh nur Augen für ihren komischen Gott. Das bekommen die gar nicht mit. Tja, wenn er das glaubt. Okay. Einmal zum Fortausgang. Jetzt sind da wieder andere. Welche, mit denen wir nichts zu tun haben. Ich erblicke zwei Feinde. Mal so einen komischen Vogel. Noch so einen komischen Vogel. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Einen habe ich. Ich habe auch den zweiten Kaya. Was läuft denn hier rum? Okay, ein Tier. Also sowas Hundeartiges. Ist doch noch irgendwo ein Vieh. Irgendwo da hinten. Achso, der schläft. Psst, der schläft. Hä? Oben. Hoffentlich seid ihr lieb.
Ja, ich komme in Frieden. Hör nicht auf diesen albernen Kack. Halt! Keinen Schritt weiter. Wie lautet die Parole? Ich kenne die Parole nicht. Ganz schön mutig, das auch noch zuzugeben. Wie hast du von dieser Position erfahren? Unsere Stellung sollte eigentlich vor neugierigen Augen verborgen sein. Aber scheinbar haben wir unsere Spuren nicht gut genug verwischen können. Ich habe die Koordinaten im Fort bekommen. Was? Aus dem Fort? Dann hast du sicher mit einem meiner Soldaten geredet. Frank ist sein Name. Ich brüte schon seit Tagen über einen Plan, wie ich ihn dort raushauen kann. Brauchst du Hilfe bei der Befreiungsaktion? Deine Hilfe wäre mir willkommen. Denn wenn ich mich in die Höhle des Löwen wage, lande ich unter Garantie in ihrem Käfig. Bei dir stellt sich die Situation aber anders dar. Du siehst nicht so aus, als würdest du ihnen Probleme bereiten. Das heißt zwar nicht, dass sie dir vertrauen, aber sie werden dich wohl kaum mit mir in Verbindung bringen. Willst du gar nicht wissen, wie es Frank ergangen ist? Solange er lebt, interessieren mich die Einzelheiten nicht. Das mag kalt erscheinen, aber ich werde ihn, sobald wir ins Hauptquartier zurückkehren, zu einem unserer Suggestoren schicken. Er wird dadurch keinen Schaden erleiden, aber ihm werden die Erinnerungen genommen, die seine Kampfkraft einschränken könnten. Solange also sein Körper keinen wesentlichen Schaden genommen hat, wird er bald wieder zu 100% einsatzbereit sein. Wie lautet dein Einsatzbefehl? Seit in Tavar ein neuer Mann an der Spitze ist, hat sich die Situation verändert. Vor ihm hatte ein gewisser Baxter die Zügel in der Hand. Aber seit er gestürzt wurde, haben wir einen großen Informationsbedarf. Niemand von uns hatte diesen Kerl samt seiner Meute auf der Agenda. Und diese Lücke versuche ich zu schließen. Vielleicht würde ein Gespräch helfen. Nein, es ist naiv zu glauben, man könnte diesen Wilden vertrauen. Vertraut mir! Irgendeine Idee, wie wir deinen Kameraden aus dem Fort befreien können? Es macht keinen Sinn, sie an die alten Verträge zu erinnern, die beim großen Konzil von Magallan beschlossen wurden. Darum müssen wir den Haufen anders ködern. Und was eignet sich da besser als Elexit? Wenn die Summe stimmt, sollte dieser Logan der Freilassung zustimmen. Das große Konzil von Magallan? Ja, das ist nun schon fast 100 Jahre her. Damals war die Menschheit so zerstritten, dass ein Nicht-Angriffspakt auf unser Drängen hin von allen Gemeinschaften beschlossen wurde. Fast 40 Jahre lang herrschte dann Frieden, aber der war trügerisch. Insgeheim hat wohl jede Gruppierung ihre Reihen wieder aufgestockt, um im nächsten Krieg die Oberhand zu behalten. Warum hält sich heute dann kaum noch jemand daran? Weil wir Menschen dumm sind. Ja. Und ich schließe uns Kleriker da nicht aus. Seinerzeit stritten wir mit den Berserkern um ein Elex-Vorkommen. Sie brauchten es wohl für ihr Mana, wir als Antrieb unserer Maschinen. Als wir uns nicht einigen konnten, sprachen erneut die Waffen. Und wie ging es dann weiter? Damals kannten wir noch nicht die Kraft, die ihr Mana entfesseln kann. Wir waren arrogant und haben uns auf unsere Maschinen verlassen und unsere Soldaten nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Auch wenn anfänglich alles nach einem Sieg aussah, wendete sich das Blatt, als unsere Maschinen versagten. Von dieser Niederlage haben wir uns bis heute noch nicht erholt. Du hast die Outlaws in deiner Geschichte ausgespart. Weil sie meinen Atem nicht wert sind. Schon kurz nach dem Konzil haben sie immer wieder gegen die Beschlüsse verstoßen. Meist blieb es bei kleineren Überfällen. Aber es hat sich abgezeichnet, dass sie irgendwann wieder den großen Sprung wagen würden. Ich habe genug gehört. Gut, sag mir, wenn du vorhast, zum Fort aufzubrechen. Unser Mann muss befreit werden. Ich finde das ja die ganze Zeit eigentlich... Was heißt das? Eigentlich finde ich es ja gemein... Was heißt... Ich weiß nicht, ob ich schlau oder gemein sagen soll. Weil... Du kannst dich, sage ich jetzt mal, schnell, recht früh, für eine Fraktion entscheiden. Entweder halt für die Kleriker, für die Outlaws oder für die Berserker. Aber wenn du dich halt für die, und du kriegst dann auch mehr Aufgaben, glaube ich, oder mehr Macht, mehr Rüstung, bla bla bla.
Aber wenn du das gemacht hast, kannst du diese Entscheidung nicht mehr rückgängig machen und du kannst natürlich nur noch Aufgaben in deren Bereich halt, glaube ich, annehmen. Also du kannst diese anderen Aufgaben, die es gibt, um halt der und der Fraktion beizutreten, gar nicht mehr erfüllen. Und dadurch kriegst du natürlich auch die Erfahrungspunkte dafür nicht mehr. Das heißt, derjenige, der sich zu schnell für so eine Fraktion entscheidet, bekommt eigentlich im Laufe des Spiels weniger Erfahrungspunkte als jemand, der sich Zeit lässt. Gib mir die Splitter. Ich werde mit Logan verhandeln. Du sollst sie haben. Ich erwarte, dass du das Elixit ausschließlich für die Freisetzung des Gefangenen investierst. Oh, verdammt. Na, dann gehe ich mal. Ist das dein Ernst? Ich hoffe, das bringt auch was. Logan? Oh, eine fehlt. Eine hat sich schon ins Bett gelegt. Ach nee, die tanzt für dich. Hey, sehr interessant. Ich will Frank freikaufen. Frank? Ah ja, ich erinnere mich. Überrascht es dich, wenn ich antworte? Nur zu? Der Kerl hat sich durch unsere Folter nicht brechen lassen und mir keine brauchbaren Informationen geliefert. Also habe ich keine Verwendung mehr für ihn. Außerdem denkt die Made, wir sind ein Haufen dummer Schläger. Wenn er diese Einschätzung seinen selbstgerechten Anführern in Ignadon berichtet, werden sie mich nicht als Gefahr einstufen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich unter ihrem Radar weiter ungestört meine Pläne schmieden kann. Zahl mir also das Lösegeld und dann kannst du ihm sagen, dass er verschwinden kann. Hier, das Lösegeld. Weißt du was? Ich habe es mir anders überlegt. Behalt das Kleingeld. Ja. Du hast keinen Eid auf ihren lächerlichen Gott geschworen und das honoriere ich. Darüber hinaus überlasse ich es dir, dem Gefangenen Bescheid zu geben. Und bevor du gehst, ein gut gemeinter Rat. Sieh meine Großzügigkeit als Entscheidungshilfe an, wem du dich anschließen solltest. Ach, auf Wer einmal. mir die Treue schwört, den lasse ich nicht am langen Arm verhungern. Scheiße. Warte mal. Ach komm, ich mach das hier. Kann ich nicht irgendwie beschleunigen? Kann ich es nicht irgendwie beschleunigen, einer deiner Outlaws zu werden? Weißt du eigentlich, wie viele von den Geigen da draußen mich das fragen? Wenn's dir wirklich ernst damit ist, einer meiner Männer zu werden, dann musst du mich schon scheiße nochmal höllisch beeindrucken. Was wäre beeindruckend genug für dich? Ich habe noch nichts über dich von den anderen hier gehört, also mach dir erstmal einen Namen. Wenn du dich von meinen Aufsehern da draußen nicht killen lässt bei dem Versuch, eine große Nummer hier zu werden, dann wäre ich beeindruckt. Wie komme ich dann an eure schwere Ausrüstung? Du glaubst, mich kümmert dein Scheißdreck von Ausrüstung? Ich bin der Duke! Mein Cousin William entscheidet, ob du hier im Fort was abgreifen kannst. Sprich mit ihm darüber. Wenn du erst einmal zu uns gehörst, wirst du den anderen Fraktionen abschwören und hier deinen fetten Profit machen. Erst einmal würdest du ganz unten als einfacher Läufer anfangen. Wenn du dich dann weiter bewährst, kannst du vielleicht Schlächter oder später sogar Vollstrecker bei uns werden. Dann erwartet dich das ganz große Geld und ja, sogar unsere fetteste Ausrüstung. Aber auch erst dann. Verstanden? Ja, hab ich. Ich glaube, ich nicht zu den Outlaws, oder? Ich weiß nicht. Nie. Ich habe mit Hartmut gesprochen. Du bist auf unseren Gruppenführer gestoßen? Seit wann lässt er sich hinab, mit einem Außenstehenden zu reden? Er wirkte auf mich alles andere als abweisend. Ah. Wenn er dir vertraut, war mein Misstrauen dir gegenüber wohl etwas verfrüht. Er gab mir den Auftrag, dich freizukaufen. Das hört sich gut an.
Aber ich sollte meine Euphorie bremsen. Noch sitze ich hier. Das Lösegeld ist bezahlt. Du kannst gehen. Moment. Du hast dich schon darum gekümmert? Offensichtlich. Ich traue dem Ganzen nicht. Er lässt mir doch sicher eine Kugel in den Kopf jagen, wenn ich Anstalten mache zu gehen. Iron Madison ist ruhig gestellt. Dir kann nichts passieren. Dein Wort in Kalans Ohr. Aber gut, ich sollte mich sputen. Ich denke, ich suche meine alte Einheit auf. Da ich kein Elixit bei mir trage, solltest du das auch bald tun. Unser Anführer wird dich sicher zu entlohnen wissen. Natürlich nur, sofern er noch am Leben ist. Hier kann man ja nie sicher sein. Also, mein Freund, halt die Ohren steif. Dankeschön. Dann werden wir jetzt da wohl auch hingehen müssen. Muss ich mal kurz gucken, wie wir da am besten jetzt runterkommen. Ich verstehe kein Wort. Hier ist alles vermiemt. Och, Kaya! Dumme Kuh. Diese Frau ist auch echt selten dämlich, ehrlich, ey. Zieht mich irgendwie hier rein. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Möchte ich das wirklich wissen? Ich weiß selber nicht, was das mal gewesen sein soll. Wa-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Erschrocken. Hab ich mich erschrocken. Kommt die da einfach rausgeschossen? Die blöde Cody. Kletter ich halt so. Okay, so klettern kann ich nicht. Na. Okay, soweit bin ich oben. Ach, da bin ich ja schon. Ja, ich glaube schon. Frank ist auf jeden Fall schon da. Frank ist frei. Und ich nehme an, das haben wir dir zu verdanken. Korrekt. Und da du keiner der unseren bist, erwartest du sicher eine Belohnung für diese Nachricht. Hier, als Aufwandsentschädigung. Ich will das einfach nicht glauben. Ach, so macht das doch Spaß. Ich verstehe kein Wort. Ach ja. Einfach abgehauen ist der Uhrensohn. Der Uhrensohn. Alter Kurt, und mechanischer Wächter. Was wie soll lange das alles nur enden? Lange. Ach. So kann okay, das wirklich nicht lange enden. Finger. Doc ja, wurde richtig schon. Reines Zeug gestohlen. Ich soll herausfinden. Wir müssen einfach etwas dagegen machen. Mhm. So kann das doch nicht weitergehen. Er liegt den ganzen Tag im Dreck. Ich soll mit Cindy reden, wieder einmal, aber die Alte redet nicht mehr mit mir. Warum versteht das denn keiner?
Geh gleich erstmal schlafen hier, glaube ich, wenn Cindy nicht mehr mit mir redet. Vielleicht redet sie ja den nächsten Tag mit mir. Oh mein Gott, Cindy ist nicht an der Stange. Das ist jetzt eine andere, ne? Hier. Was ist das denn? Ich habe so schön geträumt. Iron Madison ist tot. Dann hat sie also endlich ihre eigene Medizin zu schmecken bekommen. Wenn du wüsstest, wie viele Leute sie erschlagen hat. Es ist gut, dass ich ihre hässliche Fratze nicht mehr sehen muss. Jetzt steht Liam und mir nichts mehr im Weg. Danke, dass du uns geholfen hast. Hier, für dich. Ich muss jetzt zu ihm. Bis später. Nein! Nein! Bleib! Wegen der Gerüchte. Denk dran. Alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Hast du etwas über geklaute Stims gehört? Du meinst den Diebstahl bei Doc? Nein, ich glaube nicht. Denk noch mal scharf nach. Lass mich mal überlegen. Ja, doch, da fällt mir was ein. Ich glaube, ich habe eine Idee, wer für den Diebstahl bei Doc verantwortlich sein könnte. Ich höre. Scrappy. Von dem habe ich mal welche gekauft. Das Zeug ist zu gut gewesen, um von einem Müllsammler selbst hergestellt worden zu sein. Wo finde ich ihn? Unterhalb der Schlucht. Dort, wo wir unseren ganzen Müll hinschmeißen. Alles klar. Unterhalb der Schlucht. Okay. Unterhalb der Schlucht. Das heißt hier die Schlucht davor, also die Schlucht hier vorne, oder? 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 Oder die da hinten? Ich weiß nicht. Gib mal ein bisschen Gas hier, Jung. Oben. Ah, ich muss zu gelb, nicht nach orange. Oh, ich hol das gemeint hat. Und das ist für mich unterhalb der Schlucht, ne? Und auch hier wieder alles vermiemt. Jetzt sieht man sie wenigstens, außer Kaya, die löst die bestimmt wieder aus. Oh, bitte, Kaya. Oh mein Gott. Bleib hinter mir. Oh, Kaya, warum? Was mache ich denn? Diese dumme Kuh, ey. Soll sie das alleine regeln? Ich habe darauf keine Lust. Soll sie das alleine machen? Das Drecksbiest nehme ich mir vor. Mach du mal. Wo will er denn jetzt hin? Nein, geh bitte nicht außen rum. Bitte, bleibt doch mal hier, Leute. Was ist denn los mit euch, ey? Ihr seid doch nicht mehr normal. Bleib hinter mir. Du Drecksvieh, ehrlich, wegen dir ist schon wieder was kaputt gegangen. Immer wegen diesen Viechern hier, ey. Das gibt's nicht. Kaya ist in die Wand gegangen.
Was macht sie da? Alles gut? Kaya? Was tut sie da? Huch! Was macht... Oh. Oh, danke, dass du da warst. Ja, ich weiß ja auch gar nicht, was... Ich weiß ja nicht, was du da gemacht hast, ey, aber... Toll, Scrappy... Scrappys Tod wird die Geschichte verändern. Ja, schön, ne? Finde ich auch. Scheiße. Die sterben mir hier alle weg, ey. Und jetzt kann ich wenigstens die Sachen klauen. Nein, nicht hinsetzen. Oh, steh auf. Gibt's doch nicht, ey. Toll, was mache ich jetzt? Ich will jetzt auch nicht neu laden, ne? Was passiert ist, ist passiert. Ist halt so. Ein bisschen ärgerlich ist das jetzt schon, ne? Hm. Geh ich mal zu dem Dog. Ach, falsch. Wieso gehe ich immer hier lang? Ich hätte eingreifen sollen, als er von dem Fieder getötet wurde. Ach, mein Gott. Oh Gott, ach, das ist doch alles scheiße. Warst du schon im Käfig? Hast du ein Loch im Kopf? Ich lass mir doch nicht die Zähne ausschlagen. Na, wenn schon. Die brauchst du doch sowieso nicht. Und wie soll ich ohne Zähne kauen? Gar nicht. Steck dir dein Fressen einfach hinten rein. Vielleicht kommt vorne dann endlich mal etwas Brauchbares heraus. Vielleicht sollten wir beide mal in die Arena. Ja, lass stecken. Dann gehe ich mal zu dem Dog, mal gucken, was der zu sagen hat. Ach. Das irgendwie stört es mich, aber ich will es jetzt auch nicht verändern. Ich habe deine Stims. Der Doc dankt. Hier, nimm das als kleines Geschenk. Der alte Doc kann dir auch mehr verkaufen, falls du auf den Geschmack gekommen sein solltest. Willst du gar nicht wissen, wer deine Stims hatte? Nein, das interessiert mich nicht. Ich werde dauernd beklaut. Sie stehlen und sie klauen. Wenn ich etwas dagegen tun würde, dann hätte ich bald keine Kunden mehr. Wichtig ist nur, dass du jetzt bei mir kaufen kannst. So viel du willst. Wann immer du willst. Ich bin verletzt. Kein Problem. 10 Splitter, da kann man nicht meckern. Jetzt sollte es dir schon besser gehen. Was machen wir jetzt? Cindy hat mir von einem Diebesversteck erzählt und ist mir die Koordinaten großer Elixitbeute. Wo soll das sein? Oh, da unten. Da unten. Oh. Komme ich vielleicht nochmal anders mal hin. Granatenlieferung. Granatenbesitz erscheint, sie gerade zur Paranie zu horten. Den Duke beklauen. Das machen wir jetzt mal. Aber in der nächsten Folge. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.